Another Code. Doppelte Erinnerung. Oh yeah. So Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Geplant seit bestimmt schon 2 Jahren ungefähr, aber jetzt kommt es endlich mal dazu. Wir spielen Another Code. Doppelte Erinnerung. Eines der frühesten DS-Spiele, würde ich sagen, und war auch lange, lange Zeit eines meiner Lieblings-DS-Titel mit WarioWare Touch damals zusammen. Es ist 2005 rausgekommen, also ihr seht, das Spiel ist auf jeden Fall ganz schön alt. Ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht die Bildschirmaufteilung. Ich hoffe, das geht so klar für euch. Die Sache ist nur, normalerweise gibt es immer einen Bildschirm, der primär genutzt wird. In diesem Spiel ist es allerdings etwas anders. Da werden beide Bildschirme ungefähr gleichermaßen genutzt. Das heißt, ich habe es ungefähr so gemacht, dass man sie beide gut sehen kann. Das heißt, ich habe es ungefähr so gemacht. Ich habe es so gemacht und ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch. Ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Und ich weiß gar nicht, ob ich vorher einen Filter löschen muss, denn ich habe beide Spielstände belegt, aber hoffen wir einfach mal, dass dem nicht so ist. Und ich würde sagen, los geht's mit neuem Spiel. Verdammt, da startet die Vorschau ein zweites Mal. Eigentlich haben wir gerade schon gesehen. Also, neues Spiel. Let's go! Am Morgen vor meinem 14. Geburtstag ging es mir schlecht. An diesem Morgen war ich auf einem kleinen Boot unterwegs zur Blood Edward Insel. Die See war ruhig, aber in mir selbst tobte ein Sturm. Überraschung, Glücksgefühle, Ärger und Ratlosigkeit wechselten sich ab, wie noch nie zuvor. Das war nur natürlich. Schließlich hatte ich gerade erst erfahren, dass Papa noch lebt. Bitte warten. Systemstart. Ah, wunderbar. Ich erinnere mich. Starte Identifizierung. Zeigefinger bitte mittig auf den Ring legen. Okay, dann machen wir das mal. Bram! Identifizierung läuft. Identifizierung abgeschlossen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob mein Profil richtig erkannt wurde. Benutzername Ashley Mizuki Robbins. Aber ich heiße doch Christian. Okay, schon klar. Geburtsdatum 30.04.1991. Ja, fast. System entsperrt. Begrüßungstext anzeigen. Ich denke mal, der nimmt den... Moment, da gleich. Meine liebe Ashley, ich erwarte dich auf der Blood Edward Insel. Lass uns gemeinsam deinen 14. Geburtstag feiern. Richard. Sie hat genau am gleichen Tag wie ich Geburtstag, nur ein Jahr später. Ja, das ist natürlich so gewollt. Duales Another-System, Start. Na, DS, anyone? Ach, wunderbar. Es war, glaube ich, wirklich eines der frühesten Titel. Papa. Ashley. Papa. Hey, da ist sie. Nanu? Ach so, das hat jemand in der Gegenwart gerade gesagt. Ich dachte, das war noch die Rückblende. Diese Insel ist... Genau, Kleine. Da ist die Insel, die ihr gesucht habt. Ich weiß aber wirklich nicht, was ihr auf diesem Island wollt. Das ist doch nur ein einsames, unbewohntes Stück Fels. Ha, naja, ich fürchte trotzdem ihn. Ich bin der Captain. Das ist der System, ja. Ein seltsames Paket, kurz vor meinem 14. Geburtstag. Darin ein Brief von Papa. Aber Papa war doch vor 11 Jahren gestorben. Dazu ein kleines Gerät. DAS, so hieß es, stimmt, genau. Aufgrund dieses Briefes waren wir unterwegs zur Blood Edward Insel. Das haben wir im Intro gesehen, die Szene. Hier wollte Papa sich mit uns treffen. Als ihr Vater erschossen wurde, haben wir am Anfang noch gesehen.
Da war sie gerade mal 4 vor 11 Jahren. Erstes Kapitel. Begegnung mit Dee. Stimmt, es war eine Kapitelunterteilung. Ich habe das Spiel damals sehr oft durchgespielt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich erinnere mich ja an die Geschichte, an den groben Verlauf, aber an die ganzen Rätsel kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Denn es ist, wie gesagt, schon extrem lange her, seit ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich es geliebt habe. Ach ja, es war immer so schön. Es ist ein bisschen vergleichbar mit einem Point-and-Click-Adventure, aber... Also, ja, wir können... Genau, ihr seht hier den Bildschirm. Auf dem unteren Bildschirm laufen wir rum und oben sehen wir immer die Orte, die wir gerade angucken. Und genau deswegen ist es wichtig, dass ihr beide Bildschirme gleich groß erlebt, weil auf beiden Bildschirmen, ja, viel passiert eben. Und, für manche Rätsel sind auch beide Bildschirme erforderlich, also... habe ich die Bildschirmaufteilung, wie gesagt, so gemacht. Auf jeden Fall reden wir erstmal mit der guten Jessica, so hieß du doch, wenn ich mich nicht täusche, oder? Genau, dann können wir uns jetzt umgucken, zum Beispiel hier. Der Himmel ist blau und der Rest meines Lebens liegt vor mir. Moment, was? Nee, damals gab es das Lied noch nicht. Auf der Brücke ist der Kapitän. Okay, dann klicken wir erstmal sie an. Hallo. Jessica, hier bist du also. Na, Ashley, ausgeschlafen? Ich bin wohl irgendwie eingeschlafen. Sieht so aus. Und wie fühlst du dich? Ashley, hattest du etwa wieder diesen Traum? Du solltest diesen Traum nicht so wichtig nehmen. Niemand erinnert sich wirklich an die eigene frühe Kindheit. Und was du vergessen hast, kann ruhig vergessen bleiben. Jessica ist Papas Schwester. Seine einzige Schwester. Sie unterrichtet Chemie an einem Gymnasium und erzieht mich. Jessica ist nett. Sie ist immer für mich da. Aber... Jessica ist wirklich schrecklich. Wie konnte sie mir nur verschweigen, dass Papa noch lebt? Ashley. Was denn? Wir kommen gleich an. Man kann die Blood Edward Insel schon sehen. Auf dieser Insel wartet dein Vater auf dich. Papa. Ihr seht euch ziemlich ähnlich, muss man mal sagen. Genau, wir haben gerade eben gesehen, dass Papa noch lebt, war rot unterlegt. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben jetzt quasi ein Gesprächsthema, zu dem wir sie ausfragen können, und zwar, Papa lebt noch. Ding, ding. Wieso hast du mir nie gesagt, dass Papa noch lebt? Wieso hast du mir bis heute nie die Wahrheit gesagt? Ich habe deinem Vater ein Versprechen gegeben. Ein Versprechen? Also, das ist jetzt 11 Jahre her. Richard Robbins, dein Vater, mein einziger Verwandter. Er besuchte mich eines Tages mit seiner 3-jährigen Tochter. Und diese Tochter, das warst du, Ashley. Ja klar, sie war 3, sie ist ja 14. 11 Jahre her. Pardon, habe mich vertan. Wir hatten uns lange nicht gesehen. Richard wirkte gehetzt. Beziehungsweise eigentlich ist sie noch 13 oder hat sie schon Geburtstag? Sein Gesicht sah verkrampft aus, als er redete, sagte, frag mich bitte nicht nach dem Grund, aber bitte pass auf Ashley auf, bis ich wieder zu dir komme. Und bis zu diesem Tag soll sie glauben, ich sei gestorben. Nicht sehr charmant. Aber warum? Warum hat Papa so etwas von dir verlangt? Ich weiß es nicht, ehrlich. Aber ich habe damals gespürt, dass irgendetwas Schreckliches in Richards Leben geschehen war. Ja, werden wir früher oder später noch erfahren. Deshalb habe ich getan, was Richard von mir verlangte. Und dich bei mir aufgenommen, ohne nach Gründen zu fragen. Und jetzt, 11 Jahre später, hat Richard sein Versprechen erfüllt und sich bei uns gemeldet. Ashley, verzeih mir. Ich habe dir bis jetzt nie die Wahrheit über deinen Vater sagen können. Nächster Hinweis, mein Vater. Papa, tell me. Und wie ist er so? Was für ein Mensch ist Papa? Er war damals ein ausgezeichneter Forscher. Ein Forscher? Das kleine Gerät in dem Paket. Sicher auch seine Erfindung. Was hat Papa denn erforscht? Das Fachgebiet deines Vaters war die Erinnerung. Sein Fachgebiet war die Erinnerung? Richard arbeitet zusammen mit den besten Forschern seines Fachs. In einem der führenden Institute auf diesem Gebiet. Dort lernte er seine schöne Wissenschaftlerin aus Japan kennen. Eine, nicht seine. Also später seine, aber erst eine. Ihr Name war Sayeko, das war deine Mutter. Mama oder das kleine Gerät? Mama ist wichtiger. Erzähl mir etwas über Mama, Jessica. Über deine Mutter weiß ich nicht sehr viel. Sayeko, sie war eine kluge Forscherin mit starkem Willen. Und mit schönen schwarzen Augen. Deine Augen hast du von deiner Mutter geerbt, Ashley. Ach, sei still. Das war es nicht, was ich wissen wollte. Aber Ashley? Jessica, bitte. Sag mir die Wahrheit. Ich wundere mich doch über gar nichts mehr. Und ich werde mich auch nicht aufregen. Ich will nur etwas über Mama wissen. Ashley. Ich dachte immer, Mama wäre auch gestorben, als ich noch klein war. Aber in Wirklichkeit lebte sie dann doch noch, oder? Mama ist doch bestimmt bei Papa, auf dieser Insel. Sag mir, dass ich recht habe, Jessica. Ashley, das fragst du besser deinen Vater. Wenn du deinen Vater triffst, wird er dir alles erklären. Jessica.
Okay, und das kleine Gerät zum Schluss. Auf dem Gerät, das Papa mir geschickt hat, kann ich Pokémon spielen. Pokémon Platin. Nein, das ist ein anderes Gerät, Ashley. Ach, Manno. Da ist ein Schild, da steht DAS. Das? Aber was soll das bedeuten? Oh, das ist auch ein Kamerasymbol. Aha. Klick. Hoppla, ich glaube, ich habe gerade ein Bild gemacht. Was? Einen Moment, so hier, Datenwiedergabe. Ashley, tatsächlich gestochen scharf. Also Ashley, dieses DHS, dazu sollte ich dir wohl etwas sagen. Ja? Dieses Gerät kannst nur du allein benutzen. Wie bitte? In diesem DHS sind deine Fingerabdrücke gespeichert. Meine Fingerabdrücke? Gespeichert? Du bist nicht Solid Snake, Ashley. Deine biometrischen Daten. Meine biometrischen Daten? Jeder Mensch hat bestimmte biologische Eigenschaften und die werden dann mit den Daten verglichen, die im System gespeichert sind. Und in deinem DRS ist dafür eine spezielle Funktion eingebaut. Deshalb kann niemand außer dir dieses Gerät verwenden. Niemand außer mir. Genau, Ashley. Bestimmt gibt es etwas, das Richard nur dir allein zeigen will. Und deshalb hat er dir dieses Gerät geschickt. So, wir haben alle Gespräche abgeklappert, also haben wir hier nichts mehr mit ihr zu bereden und wir können den Dialog verlassen. Meistens lösen wir damit schon in die nächsten Szenen aus, wie jetzt gerade zum Beispiel. Hey, da sind wir! An einem kleinen Pier auf der Insel legte unser Boot an. Und wo ist Papa? Ist hier denn niemand? Was? Keiner holt euch ab? Was soll das heißen? Vor Sonnenuntergang will ich auf jeden Fall die Insel verlassen. Über Nacht bleibe ich hier für kein Geld der Welt, Mann. Warum ist Papa nicht am Pier? Seltsam. Ich bin sicher, Richard wartet irgendwo auf uns. Wollen wir uns mal umsehen, Ashley? Ich bleibe hier. Ashley. Das ist doch nicht normal. Schließlich wollte Papa doch, dass wir hierher kommen. Und dann das. Kommt uns sicher mal abholen. Schon gut, Ashley. Warte ganz einfach hier. Ich gehe Richard suchen. Ich komme gleich wieder, wenn er nicht da ist. Jessica. Ja, man merkt auf jeden Fall schon deutlich an, die gute Ashley ist ziemlich verletzt, dass ihr Vater sich nach 11 Jahren wieder gemeldet hat, dass er doch noch lebt. Verständlich irgendwie. Hey, kleine Lady, wo willst du hin? Du solltest hier noch warten. Na, ich bringe mal den Quatsch mal noch. Aber das Ganze wird natürlich noch aufklären, was es damit auf sich hat. Und derweil reden wir mit dem netten Captain hier. Hallo. Was ist los, kleine Lady? Schlecht gelaunt? Naja, nicht wirklich. Die nette Frau, ist es deine Mama? Nee. Also deine Stiefmutter, hä? Nee, Mann, nee. Jessica ist Papas Schwester. Und sie kümmert sich schon ganz lange um mich. Papa hat mich zu ihr gebracht und dann kurz danach... Hey, langsam. Die Einzelheiten will ich gar nicht wissen. Na? Jedenfalls diese Lady. Die Schwester von deinem Papa, oder? Sie schien mir doch ein wenig enttäuscht zu sein. Die kommt schon klar, keine Sorge. Na gut, warten wir einfach noch etwas ab. Eigentlich mache ich mir schon Sorgen um Jessica. Papa ist schuld. Wieso kommt er uns nicht abholen? Hey, kleine Lady! What? Wie wäre es, wenn wir uns ein wenig unterhalten, Na gut. Erzählen Sie mir doch etwas von sich selbst und von dieser Insel. Na gut, aber frag nicht nach Einzelheiten. Verstanden. Hier ist schon der Typ hier ganz diskret. Komm hier, was bist du für ein Vogel, hä? Wann sind Sie eigentlich Kapitän geworden? Schon vor Ewigkeiten gab es dich noch gar nicht, ha? Oh Mann, so lange sind Sie schon Kapitän. Und bleib auch dabei, ja, ja. Wollen Sie schon als Kind ein Kapitän werden? Naja, was denkst du? Vielleicht wollten Sie etwas ganz anderes werden. Vielleicht, aber das ist lange her und ich hab's vergessen. Vergisst man alles von früher, wenn man erwachsen wird? Kann schon sein. Keine Panik, man vergisst nur das, was man auch vergessen will. Und die Sache, die man nicht vergessen will? Nun, solche Sachen ruft man sich immer wieder ins Gedächtnis. Ach, so ist das also. Übrigens, kommen Sie oft auf diese Insel? Heute zum 2. Mal. Ha, gibt nicht viele Leute, die sich für eine Insel wie dieser interessieren. Einmal hatte ich einen Kunden, der unbedingt hierher wollte. So ein großer, blonder Kerl. Was? Ein großer, blonder? Sorry, da musste ich kurz husten. Wann war das und wie hieß der Mann? Das interessiert dich? Ja, vielleicht war das ja mein Papa. Dein Papa? Natürlich, deshalb... Tut mir leid, kleine Lady, aber meine Kundschaft rede ich nicht. Aus Prinzip nicht, so, ja. Da gibt es nichts, was ich dir erzählen könnte. Oh. Na gut,
Dann erzählen wir was über diese tolle Insel. Muss ja ein schöner Ort sein, wenn hier so viele Leute hinkommen. An einem Tag 2 Stück direkt auf eine verlassene Insel. Diese Insel hier, das ist doch eine unbewohnte Insel, oder? Stimmt genau, kleine Lady. Aber früher hat hier doch jemand gewohnt. Wieso jetzt nicht mehr? Das interessiert dich? Ja, schon. Irgendwie. Naja. Als er noch lebte, hat mir mein Vater von dieser Insel erzählt. Früher hat hier wohl eine sehr, sehr reiche Familie gelebt. Und als der Hausherr starb, ereigneten sich unschöne Dinge. Unschöne Dinge? Kurz hintereinander ereigneten sich mehrere Todesfälle. Mehrere Todesfälle? Aber warum? Ja, ein toller Ort, sich nach Jahren wieder zu treffen. Das weiß keiner so genau. Gab es da vielleicht irgendein Verbrechen? Hör mal, kleine Lady. Wie alt bist du eigentlich? 30. Ich meine 13. Und morgen werde ich 14. Ein Mädchen in deinem Alter sollte über den Tod nicht zu viel nachdenken. Jedenfalls, der Rest der Familie verließ die Insel. Die Insel aber, sie bekam einen neuen Namen. Lord Edward Insel, die blutgetränkte Insel der Familie Edward. Entschuldigung. So nennt man diese Insel seit den Ereignissen damals. So, so. Übrigens, was macht dein Vater eigentlich auf dieser Insel, hä? Ah, wunden Punkt getroffen, mein Herr. Nicht gut, aber wir fragen ihn aus. Ah, sorry, ich muss schon wieder husten. Ich bin ein bisschen erkältet. Nicht wundern. Was Papa hier so genau macht, das weiß ich auch nicht. So, so. Ich frage mich, was dein alter Herr wohl für ein Mann ist. Jessica sagt, er ist ein angesehener Forscher. Ein Forscher? Er ist nicht meine Welt. Aber ich wette, dein alter Herr ist ein ziemlich kluger Kopf. Meinen Sie? Und du machst auch einen ziemlich klugen Eindruck, kleine Lady. Ach, wirklich? Any objections, Lady? Was meinst du jetzt damit? Ach, keine Ahnung, liegt mir so auf der Zunge. Deshalb solltest du dich auch in Acht nehmen. Wie bitte? What? Damit du nicht zu einem dieser Menschen wirst, die alles logisch erklären wollen. Verstanden. Nee. Wir passen schon auf, keine Sorge. Wie auch immer, deine Tante bleibt ziemlich lange weg. Stimmt. Vielleicht sollte ich mal nach ihr suchen, ha? Lassen Sie mich gehen, bitte. Bist du sicher, dass es eine kluge Idee ist? Ganz sicher. Sicher hat Jessica Papa gefunden. Sicher unterhalten die sich beide irgendwo. Ich gehe nachsehen. Na gut, verstanden. Ha, hier, eine kleine Wegzehrung. Wegzehrung, doch. Bonbons erhalten, jawohl. Danke. Aber sag deiner Tante nichts davon. Ha. Verstanden. Jessica. Also pass auf dich auf. Verstanden. Ich glaube, sie mag den Captain. Das ist doch so ein richtig cooler Onkeltyp irgendwie. So ein Kumpeltyp auf jeden Fall. Gut, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt wirklich Jessica suchen gehen, war es erstmal mit dem heutigen ersten Part von Another Code. Doppelte Erinnerung. Ich hoffe auf jeden Fall, dieses Projekt macht euch Spaß. Wird ab jetzt jeden Tag um 14.30 Uhr hier laufen. Das wird wahrscheinlich gar nicht so lange gehen, denn das Projekt ist ziemlich kurz. Das Spiel ist ziemlich kurz. Also denke ich mal, dass das Projekt auch nicht allzu lange gehen wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, diese alte Erinnerung nochmal neu aufleben zu lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu Another Code Doppelte Erinnerung. Bis dahin, Leute. Ciao.